Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Fortnite-Folge bei uns hier auf dem Kanal, sofort und gleich. Ja, und wir haben wieder mal, ja, Daily Shots am Start. Videos, genau. So, ja, fangen wir an. Mhm. Wir fangen an mit Vertex-Skin. Bei mir heißt der Deflektor. Gott, nee, das ist der Backpack, oder? Der so heißt. Ja. Ah, nee, Vertex, tatsächlich, hast recht. Sorry. Hatte ich mir damals mal gekauft gehabt, aber ehrlich gesagt ist im Nachhinein, ich habe ihn auch wieder verkauft. Ich mag diesen Skin irgendwie nicht mehr. Ich finde den doof. Ich finde ihn ziemlich geil. Gerade als Star Wars Fan passt er ganz gut. Ich finde den genial. Bei mir kriegt er von mir kriegt er 9 von 10. Okay, bei mir nicht. Ich habe ihn ja wieder verkauft gehabt. Bei mir kriegt er 6 von 10. So, dann haben wir Razor Edge. Mhm. Die ist mega nice, die Picke. Ich muss mal irgendwie den Effekt anmachen, Leute. So, dann seht ihr hier vorne. So, zack, das ist so unfassbar geil. Das ist schon ziemlich cool, ja. Also, das ist eine Picke, die, also mit einer der einzigsten Picken, die so eine Animation hat. Kann auch mal gucken, wie sich die anhört. Ja, guck mal, wie die sich anhört. Leute, so hört sich die an. Was soll man dazu sagen? Ich würde sagen 7 von 10. Ja, bin ich bei dir. Okay, dann Forerunner, ein Gleiter für 8er V-Bucks, extrem nice mit den ganzen Effekten da oben drauf. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht der beste Gleiter, aber ich würde sagen 7 von 10. Ja. Ja? Bin ich auch deiner Meinung. Dann kommen wir zur... Oh nein, nein, bitte nicht. Tu mir es nicht an. Fang du mal an. Wie heißt der bei dir? Suntan Specialist. Bei mir heißt der Bräunungsspezialist. Ach. Hol dir keinen Sonnenstich. Ja, so sieht er auch aus. Hat auch schon extra vorne auf dem Näschen. Hat er sich ein bisschen was drauf geschmiert. Ja, was hat denn da sonst noch hier so ein kleiner? Ein Erste Hilfe, was steht da? Life Guide. Okay, eine Trillerpfeife hat er um. Ja, besonders begeistert bin ich von dem nicht. Wie viel sagst du? 5 von 10. 5 von 10? Ja, 5 von 10. So, dann hast du hinten drauf noch den Rettungsring. Ja, toll. Finde ich eigentlich sogar eine ganz witzige Idee, gebe ich 6 von 10 auf diesen Rettungsring. Nein! Doch. Auf den Rettungsring. Nein, du musst den Skin bewerten mit Rucksack. Ja, ich weiß, aber den Rettungsring finde ich cool, den Typen weniger. Ja. So. Ja, also von mir kriegt er 4 von 10. Dann machen wir weiter mit der. Ach nein, bitte tu mir den Gefallen, das ist eine zusammengewuschelte Picke. Ich gebe der vielleicht 3 von 10. Mega witzig das Ding. Einmal ein Paddel. Und dann ist da noch so eine Rettungsboje damit dran gewickelt worden. Ziemlich detailverliebt, muss ich sagen. Ich gebe dem Ding schon 5 von 10. 5 von 10? Ja. Dann kommen wir zu nun zur rechten Seite. Oh, 10 von 10. Bum, bum, bum. So geil. Aus dem Ding da hinten kommt, glaube ich, Feuer geschossen. Was denn aus? Der Rostflieger. Ja. Mega geil, mega geil. Gibt es seit Season 1. Mega geil. Ja, okay. Gibt es seit Season 1 oder Season 2? Ich habe irgendein, auf jeden Fall eins von den beiden Season. Ist mega geil. Ja, sieht ganz cool aus. 10 hat ein 10. Paar Auspüffe, Puffe. Ich weiß, da hinten ist dran. Was ist die Mehrzahl von Auspuff? Auspuffs. Puffs. So. So, also, dann würde ich sagen, ja, ich finde den auch ziemlich nice. 8 von 10. 8 von 10? Ja. 10 von 10. Dann kommen wir zum Infinity Dev. Oh, ja, ich mag lieber den normalen Dev. Ja, sieht. Vor allem ist hier, der normale Dev ist irgendwie cooler. Das stimmt. Da geht er schön in die Knie hier und zack, 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 zack. Ja, besonders toll finde ich den auch nicht wirklich, muss ich sagen. Find ich finde auch den normalen Dab besser als den unendlichen Dab. Und darauf gebe ich
2 von 10, ich gebe 3. Oh nein, die jetzt bewerten wir No-Skin. Jetzt bewerten wir eigentlich nur No-Skin. Halt bei den noch. Ich habe ja. Warte mal, vergleich mal. Warte. Moment. Hier. Das ist genau das gleiche. Nicht ganz. Die ja, Hose wegen der Hose. Toll. Anders, also ich muss jetzt No-Skin bewerten, also 0 von ja. 10. Ja, du musst No-Skin bewerten. Die Hose ist ein bisschen anders da und. Ja, in dem Fall, also es ist wirklich das allererste Mal, ich denke mal, schätz mal, dass es auch nie wieder vorkommen wird, aber darauf muss ich tatsächlich auch mal 0 von 10 geben, weil da 800 dafür ausgeben für etwas, was man so auch schon geil. Hat. Geil, 9 von 10. Weiß ich wirklich nicht. Weiß ich also, schon, 9 von 10. Bei dir? Habe ich gekauft. Ich weiß, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ihr alle daran findet. Da sagst du, ja, nur die Skiller finden den geil oder rennen damit rum. Jeder, der Skill hat, läuft mit dem rum. Also wenn ihr unbedingt Skiller haben wollt, müsst ihr 1200 ausgeben, dann habt ihr automatisch Skill. Nein. Ich finde den ziemlich hässlich, muss ich sagen. Alter. Ja. Was ist denn das überhaupt da drauf? Ist das ein Delfin? Nein, das ist ein Lama. Wo soll denn das ein Lama, das ist ein Lama. Sein? Guck mal da Flügeln oben. Oder nein, was? Guck doch mal da oben. Nein. Hier. Da oben. Siehst du das? Das Horn. Das ist ein Lama. Mit Flügeln. Mit Flügeln. Ach du Scheiße. Und dem Regenbogen hinten dran. Und hinten drauf nochmal ein gelbes Herzchen. In klein. Ich hab's also, den 9 von 10 gegeben. Also ich finde den nicht. Er ist besser als die anderen in dem Style, aber. Also ich sag mal 6 von 10. Das ist aber auch schon das Höchste, was ich dafür geben kann, wirklich. Dann kommt, oh mein Gott, 10 von 10. Find ich mega nice. Hey, gleich, Leute, als er gleich das zum ersten Mal gehört hat, da ist ein Esel neben mir. Dann habe ich ihm gesagt, komm mal zu mir in der Lobby. Er hat gesagt, nee, warte mal, da ist ein Esel neben mir. Ja, ich habe erst gedacht, es wäre ein Esel. Ich musste so lachen, als ich das Ding dann das erste Mal gesehen habe. Und es ist auch einer der wenigen Emotes, die ich mir gleich gekauft habe, als er dann draußen gewesen ist. Also ich für 500, das Ding ist mega nice, kannst du immer wieder gebrauchen. Echt cool. Ich sag auch 10 von 10. Okay, und 10 von 10. Mhm. Der Shop wird heute richtig gut von uns bewertet. Mhm. Der hier 10 von 10. Zwischendrin haben wir einen mit 0 von 10. Ja, 10 von 10. So, hier die Eisbrecher-Picke. Ja, habe ich schon mal 10 von 10. Ja. Habe ich glaube ich gesagt, kann ich nicht. Ja, aber für ganz ehrlich, für 500 ist diese Picke mit einer der gehyptesten Picken von den. Ja, aber ja. Nicht mehr als 6 oder 7 von 10 kann ich ja, nicht. Ja, 7 ist ja okay. 6 von 10. Okay. Hört sich auch ziemlich nice an. Kannst ja mal abspielen lassen. Ja. Bei dir. So. Kannst du mal abspielen lassen? Ja, mache ich dann. So, also. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Daumen hoch. Abonnieren, Glocke aktivieren. Bis dann rein und Servus. Ciao.